Diejenige, die am folgenden Spiel teilnehmen, ich erinnere Sie, dass Sie ein schönes Plüsch am Ende des Monats gewinnen können. Wir können Sie also daran, den Abschnitt in die Lostbox im Souvenirladen zu werfen. Viel Glück. Sie sehen, unsere Affen erinnern sich nicht nur von Popcorn. Täglich verteilen wir 150 Kilo Früchte und Gemüse und 80 Kilo Getreide, zum Beispiel Weizen oder Sonnenblumenkerne. Im Park fressen sie außerdem Gras, Blätter, Insekten und im Herbst auch Eicheln oder Buchekern. Das Popcorn ist also lediglich ein zusätzlicher Leckerbissen. Unsere Affen sind Berberaffen. Sie kommen aus gebirgigen Wäldern Marokkos und Algeriens, wo sie in Höhenlagen bis über 2000 Meter leben. Die Winter dort sind kalt und schneereich, die Sommer warm und trocken. Das Klima ist also ähnlich wie hier, deswegen können unsere Berberaffen ganzjährig draußen leben. Zurzeit haben wir 280 Berberaffen im Park, aufgeteilt in 4 verschiedene Gruppen, und der Park ist 24 Hektar groß. Jede Gruppe hat ihren Heimbereich mit Nahrung, Wasser und hohen Schlafbäumen, wo sie die Nacht verbringen in Sicherheit vor Bodenfeinden. Zum Beispiel hier sind wir in die ersten Gruppe mit 69 Mitgliedern und am Wasserfall wir sind in die zweiten Gruppe. Ich möchte Ihnen kurz die hier anwesenden Affen vorstellen, aber als erstes, wie kann man Menschen von Weibchen unterscheiden? Zum Beispiel, Sie sehen diese da. Und diese da, hier. Was glauben Sie, wer ist das Menschen? Ja, das ist dicker. Ja, das ist. Menschen sind größer und wiegen um die 16 Kilo. Weibchen sind kleiner mit etwa 11 Kilo. Und ein weiterer Unterschied: ausgewachsene Weibchen haben am Hinterteil hier eine Schwellung wie ein Kissen. Das ist nur für die Weibchen. Die kleine, das ist ein Baby mit 6 Monaten. Die klappern mit Zähnen. Ja, Sie sehen, das ist freundlich. Also 6 Monaten hier, das ist ein Baby mit ein Jahr alt. Das ist ein dreijähriges Affen. Mensch, ja. Und die anderen sind ausgewachsen. Ähnlich wie wir haben die Berberaffen, ja, das ist ein Weibchen. Ähnlich wie wir haben die Berberaffen eine lange Jugendzeit. Weibchen sind ausgewachsen mit etwa 6 Jahren alt und Menschen erst gegen 8. Also, hier, das ist ein 12-jähriges Menschen. Die Familienbände sind sehr eng bei den Berberaffen und dauern das ganze Leben. Und die durchschnittliche Lebenserwartung im Park ist mit etwa 23 Jahren alt, aber zurzeit haben wir 2 Tiere-Weibchen mit 28 Jahren alt. Sie sind in dieser Gruppe. Und zum Beispiel diese altes Menschen ist mit 25 Jahren alt. In jeder Gruppe gibt es eine Rangordnung. Vom Ranghöchsten bis zum Rangtiefsten besetzt sie die Mitglied in einer bestimmten Rangposition. Was glauben Sie? Wer ist an der Spitze dieser Hierarchie? Ein Menschen oder ein Weibchen? Menschen für alle? Ja? Weibchen? Niemand? Ja, das ist ein Menschen. Bei den Berberaffen ist der Chef immer ein ausgewachsenes Menschen, im besten Alter, meist zwischen 10 und 15 Jahren alt. Der Chef ist derjenige, der dank seiner Persönlichkeit die beste Unterstützung in der Gruppe hat. Er bleibt im Allgemeinen ein paar Jahre in dieser Stellung, bis er von einer Jüngeren abgelöst wird. Bei den Weibchen ist die Situation ganz anders. Da gibt die Mutter ihre Rangposition an die Tochter weiter, von einer Generation zur nächsten.
Ich möchte noch hinzufügen, dass die Berberaffen heute in ihren Ursprungsländern Marokkos und Algerien leider bedroht sind. Ihre Anzahl wird auf rund 10.000 geschätzt, das ist sehr wenig. Also der Park beteiligt sich aktiv am Schutz der Berberaffen durch die Sensibilisierung unserer Besucher für diese bedrohte Tierart. Bis heute haben wir außerdem fast 600 Berberaffen aus unserem Park erfolgreich zurück nach Nordafrika gebracht, um die Wildpopulation zu stärken. Und der Park unterstützt zudem zwei Organisationen, die sich für den Schutz der Berberaffen einsetzen. Okay, danke schön. Vielleicht haben Sie Fragen. Alles klar? Ja? Okay, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Informationen stehen meine Kollegen auf dem Rundweg gerne zur Verfügung. Dankeschön und viel Spaß. Danke.